Ich helfe, so schnell ich kann. Jawohl! Ich fürchte, mich hat es erwischt. Au, da wurde er mit einem Crit getötet und ich hätte vielleicht einen Quicksave machen sollen. Jetzt wie kann ich das Ganze nochmal machen? In Ordnung. Nein, wie viel wisst. Nicht aneinander festhängen bleibt, bitte. Könnt ihr noch fragen, was ist das hier? Ein Verliesgenie. Hier hinein wirft der sadistische Markkäpf uns wirft nur Bin, wenn wir zu schwach sind, um in den Minen oder der Raffinerie zu arbeiten. Früher habe ich in der großen Schmiede gearbeitet, bevor die Maid Ilmadia und ihre Feuerriesen hergekommen sind, um sie auseinanderzunehmen. Wer ist diese Maid Ilmadia? Sie ist ein verrücktes Frauenzimmer und dient unserem mysteriösen, bösartigen obersten Herrn. Ich weiß nicht viel über sie, außer dass sie eine Elfenmaid ist und den Auftrag hat, die große Schmiede abzureißen. Anscheinend will unser oberster Herr ein riesiges Schiff aus dem Material der Schmiede bauen. Ja, okay. Quicksave jetzt diesmal machen? Ist etwas nicht in Ordnung? Bacho, ja. Bacho, Ferrell. Was? Ja. Pressigmal. Was du schon wieder willst? Versuchen wir mal erst einmal die zu rufen und dann die ersten wegzulocken. Es kommen natürlich keine. Ah, doch, sie kommen. Na kommt. Wie kann ich helfen? Wer den Zeugen wahrer macht. Ich bin. Kommt her, wenn ihr euch traut. Wird erledigt. Könnt ihr aufhören, euch zu schlagen? Dein Befehl vorwärts. Ja, einverstanden. Können wir die nächsten rufen? Ja, kommt. Sag, was du von mir willst. In Ordnung. Vorwärts zum Sieg! Was ist los? Du, bitte endlich mal wieder deine Arme essen. Diesmal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ja. Vorwärts! Jetzt hauen die beiden sich gegenseitig. Bereit mit deiner Erlaubnis. Sag, was du von. Es soll geschehen. So, wie viele sind denn das noch? Ich wasche mir meinen Bart in deinem Blut. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Hochfallpack. Monster herbei. Jawohl! Die sind nicht hilfreich, oder? Ich möchte mich an die Seite. Aber vielleicht sollten wir eine Rast finden. Wenn ich was noch sind das für Käfer, Bombardierkäfer? Wie kann ich helfen? Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ich muss mich bald ausruhen. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile ran. Die Dämonen des Schlafes, ja. Worum handelt es sich? Ich brauche eine Pause. So, bitte den letzten doch töten. Schau mir ruhig zu. Dein Befehl. Einverstanden. Ja?
Es soll geschehen. So, jetzt können wir die ganzen Erdkoloss, Digga, erstmal aufsammeln. Sag, was du von in Ordnung. Haben wir schon verdammt viele von diesen Erdkolossteilen. Wie kann ich helfen? Sofort! War ja klar, dass da noch einer steckt. Erdkolosshöhlen. Wird erledigt. Brauchst du mich? Ja? Verstanden. Ich fand es schlimm mit diesem Verwirren. Dein Befehl. In Ordnung. Na gut, hat nachgelassen. Danke, dass ihr Guello aus den Minen befreit habt. Durch seine Rückkehr haben wir wieder neuen Mut gefunden. Wenn wir jetzt noch unbeschadet ausharren, bis die Erdkolosse vorbeigezogen sind, dann stehen die Chancen gut, dass wir uns erholen. Könntet ihr mir etwas Heilung zukommen lassen? Ah, Tempel, okay. Nichts, was wir brauchen können. Es soll geschehen. Nimm, die sieht aus wie eine Elfe. Malan us dies, ja. Entschuldigung, aber ich verstehe nicht, was ihr sagt. Verzeiht, verehrte Kunde, ich werde zu unserer beider Bequemlichkeit in eurer Gemeinsprache reden. Ich bin Nimm. Kunde, seid ihr ein Händler? Ja, ich bin Händler in diesen dunklen Höhlen. Im Gegensatz zu dem, was manche obenförmigen Bewohner vielleicht denken, existiert hier unten eine vollständige Welt. Die Leute haben dieselben Bedürfnisse wie sonst wo auch. Ich befriedige diese Bedürfnisse. Das klingt, als wäre die Karriere als Händler im Unterreich kurz und gefährlich. Für einige schon. Ich bin aber schon seit über 400 Jahren in diesem Geschäft. Ich war schon an Ordner, die kein anderer Dunkelelf je zu Gesicht bekommen hat. Ihr würdet euch wundern, wie mächtig ein einzelner Händler sein kann. Wirklich, wo seid ihr gewesen? Ach, ich habe viele Dinge gesehen, an vielen Orten. Die Diamantenminen von Tai sind gar nicht so furchterregend, wie einige euch vielleicht glauben machen wollen. Die Tiefen der Mondsee sind nicht voller Untoter. Oh, und die Schatzkammer von Dorntief war auch nicht besonders sicher, als die Zwerge noch dort wohnen. Ich hasse diebischen Drow-Abschaum, sterbt. Interessant, lebt wohl. Wartet, was wollt ihr damit sagen? Die Artefakte der Datier und der Zwerge, die von der sogenannten Zeit der Zusammenarbeit produziert wurden, waren zu wertvoll, um ihnen zu widerstehen. Die Artefakte an die Goblin-Armeen zu verkaufen, war die beste geschäftliche Entscheidung, die ich hier getroffen habe. All diese verfluchten Elfen, die zerzerrten Zwergenzitadellen, zwei Urteilkulturen, die ausgelöscht wurden wegen euch, Nimm? Das war sie, werden für ihre Schandtaten zahlen. Warum das? Es gab so viele Faktoren zu berücksichtigen. Die blöden Goblins haben sie ruiniert, nur um Artefakte zu kaufen, die sie nicht richtig nur zu nutzen wussten. Dann waren da noch die Zwerge und die drohten, die Außenposten der Dwarf anzugreifen. Und die Datier haben sich ihr eigenes Grab geschaufelt, als sie sich auf den Krieg gegen die Goblins und die Zwerge eingelassen haben. Dumme Elfen. Wisst ihr, mir gefällt zwar nicht besonders, was ihr getan habt, aber vielleicht habt ihr etwas, das ich brauche. Lasst mich eure Waren sehen. Gute Arbeit, nämlich. Ich hätte genauso gehandelt. Würdet ihr jetzt so liebenswürdig sein, mir eure Waren zu zeigen? Räudiger Hund, ihr seid für den Todtausender und Abendtausender verantwortlich. Ihr habt vielleicht hunderte von Jahren so gelebt, aber ich lasse euch nicht so einfach gehen. Ja, zeig mir mal erst deine Waren. Uiuiui, schöne Sachen. Also erst einmal ein Käfig mit exotischen Vögeln und Eichhörnchen. Weil wir brauchen ja auch Tiere.
So, dann Zauber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was haben wir? Also, hier sind ein paar schöne Sachen, nur können wir es nicht alles leisten. Das ist ein Katana. So viel dazu, dass es nicht viele Katanas gibt. Ist immun gegen Verwirrung. Okay. Geheimnis der Toten ist ein sehr tolles Schild. Also das würde ich schon mal gerne kaufen. Der Helm hat eine Rüstungsklasse von 2. Kaufen wir den auch mal. Na komm, kaufen wir die auch mal. Der Zauber wiedererwecken kann gewirkt werden. Okay. Ja, der Rest ist nicht so interessant. Also. Nee, eigentlich nur wir zwei können den Helm tragen. Das ist einfach nur ein Helm, der besonders aussieht. Okay, jetzt tragen wir endlich mal einen ziemlich doof aussehenden Helm. Dir bringt das sehr viel. Gut. Schild. Rüstungsklasse minus 6. Dir bringt das gar nichts. Dann nimm du ihn. Das ist eh ein Turmschild. Sehr gut aussehendes Turmschild. Ja. Diese schwarze Grube hat keinen sichtbaren Boden. Warme Luft schüttet langsam, aber regelmäßig in die Öffnung weiter hinein und wieder heraus. Ja, Beons, Befugbirns, Befugbirns. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Dreckiger Lu. Willkommen beim dreckigen Lu, mein Herr. Wir haben heute eine feine Auswahl für euch direkt. Aus dem stinkenden Bau von Ferru. Dreckiger Lu, kennt ihr jemanden, der mit diesem Kieferpanzer etwas anfangen kann? Warum nennen sie euch Dreckiger Lu? Hehe, ich bin nun mal den Damen sehr zugetan. Für meine Schwäche, für die Damen bin ich eben ziemlich bekannt. Wisst ihr, ziemlich bekannt, hehe. Kann ich eure Waren sehen? Ein Erdkolosspanzer. Aha. Seelenessenz. Halt 25 Trefferpunkte. Heilungselixier und so weiter. Ey. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Hey, ihr, wie ich sehe, habt ihr deine schöne, robuste Erdkolosshaut bei euch. Daraus lässt sich eine erstklassige Rüstung fertigen. Ich habe zufällig gerade einen Harnisch da. Wenn ihr interessiert seid, tausche ich ihn gegen die Häute, die ihr bei euch habt. Das Angebot geht nur für kurze Zeit. Klar, hier, bitte. Danke, was verkauft ihr? Okay. Ja, kennt ihr jemanden, der mit diesem Käferpanzer was anfangen kann? Ja, ich kenne ein paar Handwerker, die diesen Panzer einen großen Schild machen können. Einen starken noch dazu. Das würde euch allerdings 10.000 Goldstücke kosten. Und es würde 10 Tage dauern. Klingt in Ordnung. Hervorragend, euer Schild ist in 10 Tagen fertig. Kommt dann wieder und holt ihn ab. Lass mich eure Waren sehen. Also, ja, wir haben den Erdkolosspanzer so bekommen. Wer kann den anziehen? Ich selber. Bei dir macht's schlechter. Bei dir auch. Bei dir auch. Und du könnt ihn gar nicht tragen. Dann trag du ihn. Was macht das Ding nochmal? Eigentlich nur 3er Rüstung. Okay. So, mehr Swiffle-Birns. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Ich muss mich bald ausruhen. Hier war ein Fragezeichen gerade eben. Ach, okay. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Ah, jetzt, da.
Diese Menhire summen dunkel. Sie scheinen aus Ton gearbeitet zu sein, obwohl sie eindeutig aus extrem hartem Gestein sind. Die varetischen Handabdrücke der Bildhauer sind eindeutig auf der Oberfläche des Säulen auszumachen. Hier drin wohnt niemand. Hier drin könnten wir mal rasten. Diese Kisten sind gekennzeichnet worden. Galloway, Handel, Kerdinne, Weib und Schander,